streichen geht, dann drücke ich mich sehr gerne. Kannst du hier aber machen mit, naja, sauberen Händen. Du hast, kriegst, schaffst Ergebnisse und machst dich nicht dreckig. Andererseits ist natürlich die Frage, warum macht man es überhaupt? Aber ich finde es entspannend. Es ist mir auch schon passiert, dass ich das mal so 5 Stunden gestreamt habe und gedacht, ach so, die erste halbe Stunde ist jetzt vorbei. Ups. Ja, Crusaders of the Lost Idols. Mhm. Ja, das ist... Das Schlimme ist, da bin ich eher geduldig als fähig. Ich meine, ich habe da, glaube ich, über 16.000 Spielstunden. Und naja, so ein paar Tricks kann ich da inzwischen, ein paar Tipps kann ich geben, aber es ist ja, aber tatsächlich, es ist ja dann doch schon ein Spiel, was ich, ja doch, wo ich dann eher fortgeschritten bin, ja. Alle Crusaders, fast alle epischen, nee, alle legendären Gegenstände, alle anderen sind halt eben episch, aber das sind nicht mehr viele. Das ist schon toll und ich habe noch nie ein Video drüber gemacht. Ich muss es wirklich mal vorstellen, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber das ist dann halt eben immer so gebrotzt, weil ich jetzt wirklich, ne, mit so 16.000 Spielstunden wirklich schon weit bin, ne? Lö, lö. Ah, Mist. Das hasse ich immer. Ist das da schon gestrichen? Das ja nicht ganz so. Aber jetzt komm, einmal noch durch, das schaffst du. Jawohl. Fertig, 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 fertig. Ist da noch was? Da die Seite ist. Ah, siehst du mal, ich wusste es doch. Gut. Den nehme ich am besten mal mit. Ja, ja. Mit der Anordnung ist es wirklich sehr charakterabhängig, welche Charaktere du wohin stellst, und das ist ja das Besondere, im Gegensatz zu den ganzen anderen Klickerspielen, dass du da wirklich noch diesen taktischen Aspekt hast. Okay, ja. Das wird jetzt ein schönes grünes Heim. Ja. Vieles passiert auch tatsächlich nur durch Probieren. Also manchmal habe ich... einen neuen Charakter einfach erspielt und habe den mal, weil es da irgendwie eine Quest zu machen gab, eingesetzt, ja, und habe dann gemerkt, dass meine Werte insgesamt unglaublich hoch gehen. Ich habe dann auch nicht verstanden, wieso, habe ihn aber seitdem eingesetzt und es war dann einfach der Beste. Das heißt, man muss viel rumprobieren. Ich habe auch in Foren gelesen für möglichst effektive Zusammenstellungen. Das habe ich alles... da ist er. Der Gipsalarm. Er kommt ja doch. Gut, okay. Nein. Nein, nein. So, Gips. Gips. Wo Gips, Gips? Einmal voller Gips. Einer reicht. Zack. Ändern auf Spachtel und gib ihm. Gibst ihm. Ja, also das ist wirklich eine Sache. Da ist jetzt wirklich schon Jahre Spiele. Probieren, probieren, probieren. Bisschen nachlesen. Und das ist es eigentlich. So. So, wir brauchen dringend Gips. Müssen wir mal gucken. Ist da noch irgendwo zu gipsen? Nein. Nee, ich glaube, es kann ich durchstreichen. Also ich habe da auch ziemlich lange deutlich hinterhergehangen für meine gehangen Hilfe Saarländer. Ah. Gehangen, ja. Andere Leute mit ähnlich vielen Spielstunden hatten schon viel höhere Schadenswerte. Mhm. Aber dann war irgendwann mal die Sache, dass ich diverse bewährte Formationen mal ausprobiert habe, bisschen gelesen habe. Ja, und dann halt eben immer durch neue Charaktere nochmal geschaut habe. Also im Moment habe ich drei relativ neue Event Crusader drin, zu denen es noch gar nicht viele Guides gibt, ja, die soll ich aber einfach mal gut machen. Ja, gut, das ist natürlich ja richtig. Wobei die Bilder von Informationen, die sind eigentlich meistens schon recht vielsagend, weil ja.
Die Ausrüstungsgegenstände werden auch meistens ein bisschen überschätzt. Das heißt, wenn du die dann auf Gold hast, also für die stärkste Grundfähigkeit, dann ist das Verdoppeln der anderen nur in den wenigsten Fällen wirklich wichtig. Vor allen Dingen, wenn es nicht dein Hauptschadenscharakter ist. Also mein Hauptschadenscharakter ist die Mumie, diese Hundemumie, Kerbos oder wie er heißt, ne? Boah, super. Jetzt spiele ich hier House Flipper und rede über ein anderes Spiel. Aber ich werde da wirklich mal ein Video zu machen. Die Idee ist gut. Das ist zwar dann so optisch ein bisschen langweilig, aber egal. So. Aber ich habe da so viel Zeit investiert. Im Prinzip ist das ja mein Hauptspiel. Aber, naja, weil es halt eben ein Idle-Clicker ist. Ja. Crusaders of the Lost Idol. Empfehle ich an dieser Stelle mal für alle, die das vielleicht irgendwann auf YouTube schauen. Wenn man solche Zeitkiller-Klickerspiele mag, läuft bei mir auch im Moment im Hintergrund, ja. Es ist eins der besseren, weil es nicht einfach nur steigern, steigern, klickern ist, sondern es einige andere taktische Elemente gibt, weil der Formationsgedanke dann auch mit dabei ist, ne? Deswegen. Aber wie gesagt, Kerberos: Die Mumie, relativ neu, ist wirklich super. Dann muss ich noch dieses Monster mit den ganz vielen Zähnen und Schädeln und irgendwas, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Und dieses Xü, irgend so ein Alien weiter hinten. Auch ein relativ neuer Event, Dingens, ja. Und dann noch ein Trick für mehr Idols. Ganz wichtig, wenn so ein Event ist und du kommst. Arbeitest das ab und machst dann das Free Play. Da auf jeden Fall mit deinen diesen komischen Goldmünzen, die man bei diesen zeitlich begrenzten Sachen kriegt, ja, da auf jeden Fall diesen Idle-Bonus freischalten, weil das lohnt sich wirklich, weil du kriegst bei nichts mehr Idles. Warum habe ich jetzt da wieder Farbe reingemacht? Genau deswegen. Super. Okay. Dieses Ding ist auch fertig und ich mache schon wieder diesen Blödsinn. So, das kann ich verkaufen. Ach so, ja, gut, das ist wichtig. Events, unbedingt Newsletter, unbedingt in die Events reinschauen, weil mit dem ersten, also du mit der ersten Aufgabe für jede Stufe schaltest du halt eben einen Event-Charakter frei. Und dadurch habe ich, ja, ne, also sehr viele Charaktere. Ich mache ein Video. Ne? Hast recht, ich mache das. Ich mache da mal ein Video. Ist nichts für den Stream, aber Video mache ich mal. So, haben wir jetzt noch einen Raum? Das ist das Bad, aber das war fertig. Ich bin hier fertig. Jupp, jupp, jupp. Jupp, super. Dann können wir doch alles verkaufen, weil jetzt wird nicht mehr gestrichen. Gut, du bekommst ja, du hast ja auch die Möglichkeit, dir bei diesen Aufgaben, die du hast, diese Missionen, wo du einfach nur deine Charaktere hinschickst, ja, da auch ältere Missionscharaktere dir zu erspielen. Da habe ich also, weil ich eine Zeit lang Pause gemacht habe, da habe ich also noch eine Menge dazu bekommen. Aber diese Events kommen ja auch alle wieder. Das heißt also, der Jahresablauf ist gleich, ist, ja. Nein. Nein. Das heißt, die Events kommen immer wieder, aber immer eine Stufe weiter. Und bei vielen sind wir jetzt schon auf Stufe 5, wie gerade im Moment, ne, gerade im Moment vorbei war wieder eins. So. Ja, das war's, ne? Jetzt kommt Garten. Mal schauen. Diese Laterne, die ist ja klasse. Nun kannst du das Loch in der Wand vergipsen. Genau das. Das ist falsch. So. Hier haben wir den Garten. Ich mach mal die zu. Ich glaube, wir bauen hier hinten hin einen Pool. Pool ist wichtig. Pool.
Möbel? Ist der Pool ein Möbel? Ach, wir schreiben einfach mal Pool. Kreas. Na, einfach mal Pool, kommt einfach so. Was nehmen wir? Einen kleinen, oder? Farbe können wir so lassen. Jetzt kaufen. Wow. Der ist doch da hervorragend. Pool einfügen. Graben. Das Beste an dem Pool ist, dass man den halt eben, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, praktisch einpflanzt. Das heißt, man benutzt den Pool genauso. Ja. Man pflanzt ihn ein wie eine Pflanze und zack. Und statt zu gießen, füllt man den. Das ist also wirklich mal. Und das Spiel schon so ein bisschen amerikanisch lastig ist, auch wenn es kein amerikanisches Spiel ist. Ja. So, dann bauen wir hier einen kleinen Grill hin. Grill. Grill Fury, Grill Spark, Grill, Grill. Komm, süß, einen kleinen. Jetzt kaufen. Zack. Nein, so rum. Damit er, wenn es einen Unfall gibt, einfach in den Pool geschubst werden kann. So, haben wir da noch irgendwie Möbel? Haben wir da irgendwas wie eine Anrichte? Ah, einfacher Tisch. Für die Zutaten. Super. Dann machen wir hier. Das nennt sich Decken. Das da. Eins. Nee, kaufe viele bitte. Kriegt das nie so hingelegt, dass es wirklich gerade ist. Aber ich würde sagen, dann machen wir eine Hollywood-Schaukel. Haben die? Und gucken wir mal gerade. Möbel. Schon eine Menge, aber na komm, den haben wir dahin. Ja. So, dann ein Tisch. Den nehmen wir so. Und einfach nochmal eine Sitzgruppe. Ein Puffo. Nein. Warum nicht? Eins, zwei. So, okay. Und jetzt kommt's drauf an. Nein, das wollte ich nicht. Ja. Sehr einfach, aber schön. So, gucken wir doch mal. Gartenwettbewerb. Amerikanisch. Pflanzen. Ich vergesse die Pflanzen immer. Naja. 10%.
Das sind 10%. Gut. Ja. Und zur Auktion gehen. Ich habe. Oh, mal gucken. Na komm. Okay. Okay. Auch nicht der schon wieder. Ah, sehr schön. Na super. Gewinn 83.000. Na, für das bisschen Arbeit. Ah, Moment. Shift verhandeln. Soll ich mal versuchen? 10.000. Hier, ne? Da, zum ersten Mal. Sehr gut. Okay. Ja, ich nehme es an. Wow, das ist super. Jetzt schauen wir mal gerade auf die Uhr. Oh, jetzt haben wir noch. Ja, ein bisschen Zeit. Sollen wir den letzten Auftrag machen oder sollen wir uns noch ein Haus angucken? Wir gucken uns noch ein Haus an. Oh, sollen wir auch ein bisschen was Ekliges? Komm, wir fangen klein an. Ein kleines Haus. Zack. Haus kaufen. Zack. Das ist ein Haus mit Ungebeten. Es wird jetzt eklig. Jetzt gibt es Insekten. Boah, was eine Drecksbude. Hilfe, Unkraut jäten. Hier mähe ich den Rasen nicht. Rasenmähen ist der Hass. Oh mein Gott, siehst du das? Uah. Das ist. Oder sind noch ja. Ich habe ein Kakerlakennest zerstört. Das war auch meine Absicht. Das trifft sich ja hervor. Und boah, ist hier alles vermüllt. Hallo? Zum Glück sieht man ja alles. Bei mir natürlich jetzt der Plan rum, wie mache ich dieses Video zu einem Clicker-Game am besten. Ne? Deswegen sage ich auch gerade so wenig. Ne? Die Idee ist gut. Doch. Werde ich mich vielleicht am Freitag dran setzen, habe ich mich frei. So, weil heute muss ich ja noch zur Arbeit. Deswegen muss ich auch so genau auf die Uhr gucken. Ich darf also nicht so lange machen, wie ich eigentlich will. Wenn man schon ein Spiel richtig gut kann, auch wenn es eigentlich kein Let's Play-fähiges Spiel ist. Und ich auch der Meinung bin, dass ich rein taktisch viel, viel besser sein könnte, aber es zumindest mal, ja, den Ansprüchen genügt. Meinen. So. Aber jetzt erstmal wird hier ganz stupide ein bisschen Unkraut gejätet. Und ich versuche das nochmal mit dem amerikanischen Garten. Viel, viel, viel. So. Na, kommst du?
Also habe ich gedacht, kleines Haus, ne? Wird ja ganz, ganz schnell gehen, ja.